Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 21. Januar 2021 mit einer spontanen Legung für dich. Und zwar, was denkt und fühlt dein Seelenpartner und was ist sein möglichst nächster Schritt? Natürlich, bevor wir mit der Mischung der Karten beginnen, lade ich dich herzlich ein, tauche in der Energie der Kristallschale hinein und während ich die Karten mischen werde, sende mir deine Gedanken zu. Konzentriere dich. Was denkt dein Gegenüber, wenn der an dich denkt? Was fühlt dein Gegenüber, wenn der an dich denkt? Was fühlt er denn? Und was ist sein nächster Schritt? Eine kleine Neunerlegung. Und diese kleine Neunerlegung kannst du natürlich jetzt auch für eine kurze Zeit bei mir buchen. Und natürlich ab nächste Woche sind auch freie Termine da. Also jetzt die Woche bin ich leider schon ausgebucht, aber ab Montag finde ich für dich Termine. Da ist auch wirklich so einen guten Anklang auch natürlich bei euch gefunden hat, freue ich mich. Eine kurze Neunerlegung. Also es geht um die Seelenliebe, wie du siehst. Dass es halt auch in der Tiefe geht, diese tiefe, tiefe innere Seelenliebe, was du jetzt hier generell siehst. Also es geht hier Stück weit auf der Gedankenebene bei deinem Seelenpartner. Wir laden das mal schön energetisch nochmal auf. Sehr gut, also eine total schöne positive Energie. Also es geht um die Seelenliebe, es geht auch darum, er denkt daran, wirklich diese Kraft zu haben und seinen Wunsch in Erfüllung zu bringen. Natürlich, wenn er auf dich zukommt und dir einen Liebesbrief schreibt, also auf jeden Fall Nachrichten zusendet. Denn, also es geht in seinen Gedanken darum, er möchte nochmal genau Erkenntnisse gelangen. Er möchte zu Erkenntnissen gelangen, er möchte wirklich eine Klarheit finden und er lässt sich auch Stück weit auch führen. Du bist seine Sonne und er möchte dir auch Nachrichten zusenden, denn er möchte hier wirklich ankommen. Und es geht auch Stück weit wirklich darum, in seinem Herzen möchte er diese Ängste heilen. Also diese Ängste, die aus dem Unterbewusstsein immer wieder auf der Oberfläche hochkommen. Vielleicht spürst du das auch, dass an besonderen Tagen so Ängste oder so unruhige Gedanken hast, unruhige Gefühle hast. Das ist das von deinem Gegenüber, das überträgt sich, du nimmst das auf der Seelenebene wahr. Wir wissen ja, Energie ist ja wirklich Schwingung. Und du nimmst das wirklich wahr von ihm. Und diese Ängste, die hochkommen, die wollen geheilt werden. Die wollen wirklich geheilt werden. Weil vielleicht auch diese Ängste triggerst du in ihm, holst du in ihm hoch. Da ist vielleicht wirklich Familienthemen bei ihm sind, die jetzt auch noch mal auf der Oberfläche wollen und die geheilt werden wollen, denn also tief in seinem Unterbewusstsein, tief in seine Seele möchte er diesen Aufbruchstimmung, also wirklich seine Flügel
weiten und natürlich losfliegen wie der Storch. Hier auch möchte auf der Reise gehen, wie du siehst. Also er möchte diese Aufbruchstimmung nutzen, diese Energie auf der Seelenebene auch. Und wie geht es weiter? Ja, es geht noch im Verborgenen weiter. Also wir wissen ja gar nicht, wie das 100% weitergeht. Dennoch nehme ich jetzt hier generell den Neuanfang wahr, was noch auf dem Kopf steht. Das bedeutet hier ein Stück weit auch, dass ja, das Potenzial, im Grunde ist Potenzial da, etwas aufzubauen. Das Grunde ist, also sie ist auch viel Fantasie da, was man da auch aufbauen kann. Aber momentan ist das eher so ein bisschen Tagtraum, weil das ist, steht auf dem Kopf, der träumt davon, der malt sich da so Gedanken aus, der visualisiert das auch. Das sind so Tagträume, was er sich erschafft. Aber wir wissen ja auch, dass man die Wünsche mit Tagträumen erschaffen kann. Und es geht auch darum, dass man sich selber treu bleibt, dass man wirklich vertraut, dass das diese Seelenband einfach zwischen euch da ist, dass es einfach die Treue, die Loyalität auch einfach da ist. Und das wirst du auch spüren durch die Anziehungskraft. Das wird auch natürlich bei dir auch bestehen bleiben. Und natürlich, wenn du über diese Anziehungskraft und Sinnlichkeit mehr erfahren möchtest, du weißt ja, am Freitagabend sinnliche Begierde deines Gegenübers. Ja, also sei gerne dabei, freue ich mich auf dich. Jetzt ziehen wir hier noch natürlich eine Karte von der lieben Ella. Also der Kartendeck hier, das Orakel der indischen Götter. Liebe Ella, ich danke dir dafür vom Herzen. Ich liebe diese Karten. Und ja, wir bitten jetzt zwei sogar für dein Gegenüber. Kommt erstmal der Ma Lakshmi mit dem Frieden. Ich finde den Frieden in meinem Herzen. Also er findet heute den Frieden in seinem Herzen. Und es geht auch darum, um Loslassen, Rama. Im Loslassen erreichst du deine Ziele. Wie du siehst, das ist wie der Bogen gespannt, Ziel erreicht. Ja? Und wir ziehen natürlich noch eine Karte aus dem Elfen öffnen Herzen. So, und das kommt nochmal für ihn. Ohne Neugier erfährst du nichts. Es ist wichtig, in der Neugier zu gehen. Also, dass man eine Grundoffenheit hier auch mitbringt, das weiß dein Gegenüber. Und natürlich noch einen Engel, fragen wir für ihn um einen Engel. Und ich empfehle dir, abonniere meinen Kanal. Und heute wird auch eine Überraschung für dich seine große Premiere, da mehr wird nicht verraten, wann das genau jetzt heute kommt. Lass dich überraschen. So, es geht ein Stück weit darum, dass der Engel des Glaubens ihn begleitet heute. Mit dem Glauben kann man Berge versetzen. Wenn du an dich selbst glaubst, werden deine Wünsche in Erfüllung gehen. Handle stets so, als wären sie bereits wirklich. Glaube daran. So, ich hoffe, das hat dir gefallen. Wenn das der Fall war, natürlich freue ich mich über Likes, über Kommentare, über dein Abo, über das Teilen dieses Videos und umso mehr, wenn du das nächste Mal auch hier live dabei bist. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis ganz bald. Namaste, deine Valeria.